Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier aus Napayet, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und ich hätte gerne auch gesagt, herzlich willkommen vom Campingplatz Napayet, aber das hat ja nicht so ganz geklappt gestern, ne? Nicht so, wie Ihr wir es habt gerne wünscht hätten. im letzten Teil, ist aber Peter auf seinem Kanal zu sehen, noch gesehen, wir haben abends schön Fußball geguckt hier. Tschechien Türkei, gegen ne? Türkei haben sie verloren, genau. Und sind auch nicht weitergekommen im Achtelfinale. Und heute Morgen, würden wir sagen, bei unserem Gefühl ja zu Recht. Denn wir wurden weggescheucht, verjagt vom Campingplatz gestern. Im größten Regen. Im größten Regen, wir hatten ja da unter dem Abdach Platz gefunden, da haben wir auch keinen gestört und gar nichts. Ne? Die hatten uns noch angeboten, so ein Bungalow da für 2.500 Kronen dann irgendwie noch kurzfristig zu mieten, Das irgendwie wären 120 120 Euro, ey. Euro und weiß ich nicht, irgendwie war es alles ein bisschen suspekt. Und dann war das jetzt hier heute unser Lagerplatz. Bin da mal eben ein paar Bilder einfach der Nacht. Ja, und jetzt halb fünf, der frohe Vogel. Der frohe Vogel ist gut, ne? Wie heißt das noch? Das ist Nach froh. müde kommt doof, ne? Wenn man Das drüber weg ist. Der frühe Vogel bringt die Wurst und darum gehen wir jetzt mal, fahren wir jetzt mal los, dass wir möglichst früh heute auf dem Campingplatz ankommen, den es auch gibt. Und wenn es den nicht gibt, dann wird eine feste Unterkunft gebucht. Ich habe heute nach dem Sitzen geschlafen, liegen auf der Bretterbank war für mich nicht so. Von Ja, daher, wir haben beide hier auf der Bretterbank gepennt. wir radeln mal munter drauf los, dem Sonnenaufgang entgegen. Wir haben es jetzt 5 Uhr, mittlerweile 6,5 Kilometer schon gefahren. Ich bin gespannt, wann wir ankommen. Wahrscheinlich schon Mittag. Wäre aber auch gut, eine richtige Schla zu schlafen nochmal. Aber was mir richtig auffällt hier, dass total viele Leute schon auf dem Rad unterwegs sind, hier um 5 Uhr. Und Radweg sieht man ja auch hinter mir hier in beiden Fahrtrichtungen, richtiger Radweg. Und lädt natürlich dazu auch ein, scheint echt eine größere Stadt hier zu sein. Ostrovice oder so. Frag mich mal. Es hat gestern ja ganz schön geregnet, gestern Abend. Ich weiß gar nicht, hast du was gefilmt, Peter? Den Regen, ich hab den Ton, weil den war ja starken Regen. Regen und den Ton. Hauen wir nochmal eben hier drüber den Ton. Und da haben wir echt Glück gehabt, dass wir da unter einem Shelter standen. Da waren wir schon abgemahnt worden. Da haben wir schon zusammengepackt. Und dann in der Regenpause auf zur Bushaltestelle. Da hat es nochmal ein bisschen getröpfelt, aber eigentlich war es dann trocken. Aber wir hatten auch erst überlegt, direkt weiterzufahren im Dunkeln und zu gucken, wo wir so ein Shelter, so ein Unterstand wie heute Morgen haben wir ein paar gesehen, jetzt schon hier finden, wo man sich dann vernünftig mit der Luftmatratze hinlegen kann. Weil die Bank war, wie gesagt, nicht so ganz bequem zu schlafen. Was finde ich auch interessant hier, die Öffnungszeiten beim Lidl. Montag bis Samstag 7 bis 22 Uhr und sonntags 8 bis 22 Uhr. Offensichtlich fahren wir gerade an irgendeinem Kraftwerk hier lang. Da können wir nochmal wieder Kraft tanken. Guck mal, Peter, hier wäre auch ein Hotel gewesen. Hätten wir nur 20 Kilometer durch den Starkregen fahren müssen. Ja, kein Problem. Nicht wirklich eine Option. Meine Lieben, Kilometer 20, genau auf der Uhr und wir haben 5 vor 51. Boah, die Sonne ist da wieder mega am Scheinen. Die Sonne kommt raus. Oh, herrlich. Da haben wir uns gefreut, die Abfahrt da 12%. Nee, nicht für uns. Für uns geht's hier. Ja, vielleicht kommt da auch 7,5. Ja, Freunde, das ist ja mal ein Schild, was ich noch nie gesehen habe auf dem Radweg. Es ist ein reiner Radweg jetzt hier.
20% Gefälle. Das heißt, Kamera weglegen, Sicherheitsgurte anlegen und bei denen da die Bremsen. Aber Peter macht die Lenkerkamera stark klar. Dann können wir die Abfahrt gleich nochmal hier zusammen genießen. Hier sieht man noch ganz gut ein bisschen die Folgen vom Gewitter gestern. Hier muss es richtig geweht haben, so die Äste abgerissen sind an den Bäumen. Eieiei. Na gut, dass wir so eine sichere Bushaltestelle hatten. Ja, war hallo, ey. War super. Ich habe keine weggejagt. Stimmt. Und ihr seht schon ganz schön neblig hier oben. Richtig wieder schöne mystische Stimmung hier. Ah, ist immer wieder schön. Hat man zwar keine Weitsicht, aber dafür ist ein bisschen mystisch. Mystisch angehaucht. Oder was sagst du dazu? Ja. Frontnase. Ich zieh mir jetzt mal eine Windweste an. Knapp 40 Kilometer haben wir heute Morgen jetzt schon gefahren. Wir haben es 7:15. Die Geschäfte machen gerade auf, dass wir mal gucken können, ob wir was zu essen bekommen. Und wenn ich mal gucke, was haben wir denn geschafft jetzt hier bei den 40 Kilometern? Ich habe 500 Höhenmeter, genau 499. Und es bleiben noch 138 Höhenmeter. Das ist ja nichts. Und jetzt geht es 20 Kilometer runter, Peter. 20 Kilometer. Ich freue mich. Peter macht wieder den Rundumblick an. Ja. Dass wir alle was davon haben. Und da würde ich mal sagen, gib ihm. Wolltest du was Reflektierendes anziehen? Nein. Nein? Guck mal, ich schwall nur genug. Er möchte nach hinten nicht gesehen werden. Dann nicht. Weiter geht's. Also nach der Erfahrung von gestern Abend ist das hier natürlich schon eine Luxusherberge. Ne? Ich meine, es ist ein Stall auf der Wiese irgendwo, aber egal. Bei so einem Gewitter ist das bestimmt auch mal erlaubt. War ja kein Tier zu sehen. Gestern in der Slowakei haben wir ja diese Ladestation mit Solarpanel gesehen und dachten, oh, super Sache. Und weil ich jetzt hier gerade die Fahrradreparaturgeschichte gesehen habe und das Solarpanel, dachte ich mir, kann man vielleicht hier auch laden, aber eine Steckdose habe ich nicht gefunden. Kann man auch, mein Freund. Kann man auch? Tada! 4 Stück an der Zahl, meine Freunde. Ja, ich würde mal sagen, hier induktives Laden. Das sind unsere, würde ich sagen, oder? Da testen wir mal aus, ob das geht und dann. Ja, wenn das funktioniert, Freunde. Wenn das funktioniert. Dann sind wir ganz weit vorne. Dann sehe ich Tschechien noch plötzlich in einem ganz anderen Licht als gestern auf dem Campingplatz, auf dem wir verscheucht wurden. Da war hochmodern hier, ne? Ja. Da kaufen wir uns ein Süppchen. Es funktioniert. Fahrrad wird geladen. Maximal 500 Watt. Meins habe ich mal gemessen, braucht maximal 238 Watt. Und
Dementsprechend sollte jetzt nicht die Sicherung rausfliegen, wenn Peter Sainz anschließt. Mitgeladen. Nee. Oh. Ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig. Ne? Ich habe ja 10 Sekunden Ladevergnügen genossen, bis Peter sein Ladegerät auch noch in die Steckdose gesteckt hat. Wir waren uns auch relativ sicher, dass wir die 500 Watt hier nicht überschreiten, aber seit 10 Minuten piept das Ding hier unaufhörlich. Wir hoffen mal für alle, die nach uns hier gekommen sind, dass wir sie kaputt gemacht haben. Und suchen uns die nächste, die wir testen können. Ne? Ja. Aber Induktion geht noch. Handy kann man so laden, habe ich gerade probiert. Ja. Handy funktioniert noch. Ja. Aber das Gepiepe, ja. Ja, man hier fährt, neigt man ja wieder zu Google das Ganze. Ach, Google hier. Komoot in die Schuhe zu schieben. Aber ich habe die Strecke ja selbst geplant. Obwohl, die haben es ja vorgeschlagen. Ja, nach dem Hubbelweg gerade ist jetzt hier dieser Supermarkt hinter uns aufgetaucht, diesen Koop-Supermarkt. Und Peter ist schon mal drin und checkt mal die Lage, was es da gibt. Und dann schaue ich gleich auch mal, was ich hier als Frühstück bekomme. Ich habe so ein Twix mir geholt, so ein großes, dann irgendwie eine aktive Milch und ja, ein paar, ich würde sagen, wie bei uns die Brezel, süße Brezel oder sowas, süße Stangen, 2 Stück, 62 Kronen, das umgerechnet, 62 Kronen müsste 3 Euro sein, ne? Irgendwie sowas, ne? Ich meine ja um die 3 Euro, also ja, erstmal kleines Frühstück und dann geht's weiter. Da ich nicht wusste, wie die gesunden Sachen in der Auslage auf Tschechisch heißen, habe ich einfach die verpackten gepackt, sprich Süßigkeiten, Schokoriegel. Und die haben so ein Gebäckregal gehabt, wo man sich mit so einer Zange Sachen rausnehmen konnte. Da habe ich mir 3 Mini-Pizzen rausgenommen. Das ist mal ein nahrhaftes Frühstück. Schokolade und Pizza. Ja, und Komoot gibt es noch eine zweite Chance jetzt hier. Angeblich kommt hier gleich noch eine Ladestation, wo wir unser Fahrrad laden können. Ja, und das Radeln hier durch das Tal war Sonne sicherlich schöner. Allerdings nach den Temperaturen, die wir gestern hatten, das war um die 30 Grad da, da haben wir doch ziemlich gebrutzelt. Finde ich das heute eigentlich ganz angenehm. Ich liebe der 55 heute und herzlich willkommen in Mikulovka. Und wir radeln jetzt geradewegs auf die bei Komoot angegebene Ladestation zu. Bin echt sehr gespannt. Machen wir da jetzt wenig Hoffnung, aber vielleicht gibt es die ja wirklich. Und zwar ziemlich genau hier in der Gastronomie. Hier soll es dann sein. Guck mal, hier ist der Fahrradständer zum Reparieren. Ja, haben sie wahrscheinlich angegeben als Ladestation, wenn sie geöffnet haben. Ne? Das ist ja immer die Krux mit diesen Geschichten, aber habe ich schon fast nicht anders erwartet. Ja, Freunde, Peters Adleraugen sind doch immer wieder besser als meine. Und er hat dann die Steckdosen hier mit Charging gesehen. Wir haben auch geklopft, Licht ist auch drin an und in der Kamera rumgehampelt, dass wir nicht die gleichen Erfahrungen machen wie gestern, dass wir hier jetzt gleich weggeschickt werden. Wir würden sie auch bezahlen, da kein Problem. Und der Espresso wird hier verkauft, den würde ich gerne ja auch noch kaufen. Aber ist halt keiner hier. Und Öffnungszeiten sind auch nicht angeschlagen. Dann laden wir jetzt mal und gucken mal, ob einer vorbeikommt. Laden funktioniert. Seht ihr bei Swobo hier, der Ladebalken bewegt sich. Ja, und da hinten an mein Bike genau das gleiche. Oh, nicht umschmeißen. Ja. Du, klar, wenn jemand kommt, bezahlen wir das natürlich. Na ganz klar, wir wollen das nicht irgendwie hier schnorren.
Wir haben nur Reichweitenangst und ja, gut, wir haben erstmal auch war ziemlich früh, wir haben noch nicht mal 9 Uhr, glaube ich. Keine Ahnung, weiß nicht mal, wie spät das ist. 20 vor 9. Vielleicht machen die um 9 Uhr erst auf. Schauen wir mal. Ja, wie ihr seht, Licht brennt da hinten, aber noch keine da. Es gibt noch eine Überwachungskamera. Also wie gesagt, vielleicht sehen die uns auch, dass wir hier am Laden sind. Vielleicht kommt gleich einer. So. Abwarten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir hier waren. Es ist jetzt 10:30. Ein, zwei Stündchen, bestimmt, waren wir jetzt hier, ne? Haben ein bisschen gefrühstückt. Leider kein Besitzer gekommen, dass wir keinen Kaffee kaufen konnten. Haben es auch keinen eigenen gekocht. Aber wir schauen mal unterwegs, ob wir noch was finden. Und dann haben wir für die nächste Nacht jetzt eine Pension vorgebucht in einem Ort, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Aber schon ziemlich nah an der polnischen Grenze. Zum morgen Vormittag dann rüberfahren nach Polen. Und jetzt erstmal weiter hier Richtung gelbe Tonne und biegen dann ab Richtung grüne Tonne. Freunde, das war mal eine Pause ganz nach unserem Geschmack jetzt hier in dem, was ist das überhaupt hier? Imbissbude, Bistro, ja Bistro würde ich mal eher sagen. Erstmal einen schönen Kaffee getrunken, Americano. Dann haben wir lecker Pommes mit Hähnchenstreifen, hatte der Google-Übersetzer herausgemacht, weil er wohl so, wie heißt das hier, Chicken, Dingsbums, Nuggets, ne? Ja. Nuggets würde man bei uns jetzt sagen, mit einer riesen Portion Pommes und einer richtig leckeren Mayonnaise, irgendwie so ganz anders als bei uns, nicht so fettig. Und noch ein schönes Glas Limonade dazu. Ja. Ich finde das immer total interessant hier, durch die Straßen hier in Ortschaften zu fahren. Einfach ein bisschen Häuschen gucken, wie unterschiedlich das auch ist. Ne? Hast du teilweise ja Sachen, die offensichtlich noch aus der Zeit des Sozialismus stammen. Alles nur grau und dann hier auch richtig Farbe. Das hat meiner großen Tochter besonders gut gefallen. Schön türkis. Und noch ein Gewitterschaden von gestern. Vorsicht, Huhn! Ein wildes Huhn! Die Sonne ist rausgekommen und dann macht das am Wasser entlangradeln doch schon gleich einen ganz anderen Eindruck.
Aber wenn ich mal jetzt so Revue passieren lasse, sind es ja ungefähr 24 Stunden in Tschechien. Alle Verbindung zwischen den Ortschaften ist eigentlich immer auf solchen Radwegen hier, ne? Auf zweispurigen. In den Städten hat man schon mal, dass man auf dem Straßenverkehr mitfahren muss, in größeren Städten. Aber gestern in der großen Stadt eigentlich auch, ne? Alles vernünftiges Radwegenetz. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ja, der Peter hat sich jetzt auch entschlossen, mal die dicke Jacke auszuziehen. Wir haben es jetzt, was sagt denn mein Navi? Also Temperatur mit drauf hier. 21,3 Grad. Da kann man ja auch schon mal in Betracht ziehen, kurzärmlich zu fahren. Macht er jetzt auch? Nee, kurzärmlich nicht. Doch, du packst die Jacke weg, oder? Die mache ich weg. Ja. Das ist ein ganz dünnes. Ja, das ist ja okay. Ganz dünn. Und nach der gestrigen Nacht, ja, bin ich noch ein bisschen unterkühlt. Ja. Er hat gesagt, er ist ein bisschen unterkühlt. Hatte bestimmt nicht verstanden, weil mein Mikrofon ist vorne. Und der Fluss, hier haben wir jetzt geguckt, der heißt Besnovska Bevka. Das ist bestimmt anders, aber so steht es geschrieben. Also weiter am Besnovska Bevka. Nur 15 Kilometer 82 und hier in dem Ort, ich habe es gar nicht geguckt, wie der heißt, wäre der Campingplatz gewesen, den wir eigentlich für die Strecke heute ausgesucht hatten. Wir planen immer einen Tag vorher, also vorgestern für gestern und auch schon mit für heute ein bisschen. Sonst planen kann man ja gar nicht, weil wir nicht wissen, wie weit wir fahren. Und so ist es heute ja auch, dass wir jetzt deutlich weiterfahren und praktisch schon ein Stück von der Strecke für morgen abnehmen, weil morgen wäre sonst das absolute Höhenhighlight gewesen, über 1000 Höhenmetern. Das sparen wir uns so, weil ich glaube 200 oder sowas davon machen wir jetzt gleich schon. Weil wir uns da ja oben eine Pension genommen haben. Also 13.15 Uhr muss man am Campingplatz noch nicht ankommen. Das ist halt der Vorteil, wenn man, wann sind wir losgefahren? 4:30 oder so, ne? Loskommt. So, das war jetzt mal was für den, wie heißt der Gang nochmal hier, Turbo. Ich nutze den so selten. Ich habe 300 Höhenmeter auf 6 Kilometer. Das war was hier, Peter. Oh, aber die Aussicht, jetzt guckt euch das an hier. Oh, mega schön. Oh, die Wälder, die Berge. Hat sich der Aufstieg hier gelohnt. Dann haben wir jetzt noch 20... 25 Kilometer bis zu unserem bereits gebuchten und bezahlten Pension. Da freuen wir uns, ne? Richtiges Bett und keine Bushaltestelle. Jo. War jetzt eine rasante Abfahrt hier runter, aber die ruhige Nebenstraße gefällt mir jetzt auch mal ganz gut. Auch wenn es ein bisschen rauf geht hier, aber es ist doch ganz schön anstrengend. Ganz weit rechts fahren, wenn da alle mit Vollgas an einem vorbeijuckeln. Hier die blaue Box an der Bushaltestelle. Habe ich gerade schon mal öfter gesehen, dass so kleine blaue Boxen sind. Und da hat man seine Post rausgeholt. Das heißt, Briefzustellung kriegt wahrscheinlich nicht jeder hier
an die Haustür wie bei uns, sondern so zentrale Punkte, wo dann jeder seine Post abholt oder diejenigen, die da so ein Postfach haben. Auch interessant. Spart der Post natürlich Zeit und Kosten. Aber wir sind ja verwöhnt, ne? Wir lassen uns immer alles nach Hause bringen. Ich ja auch. So ist es ja nicht. Aber bei Paketen habe ich mittlerweile den Eindruck, dass die Dame von der Post, das ist eine Dame, die die Pakete bei uns zustellt, immer schon den Zettel in den Briefkasten schmeißt, obwohl wir zu Hause sind, dass die das gar nicht mehr dabei hat. Dass die, dann steht immer drauf, nicht angetroffen und kannst du abholen. Ist auch okay, ne? Aber dafür zahlt man ja eigentlich nicht. Ne? Man zahlt ja das Paket Porto dann für nach Hause geliefert. Kannst du ja eh nichts machen. Aber echt eine herrliche Gegend hier. Und das Beste ist jetzt viel bergab, weil wir auch viel bergauf gefahren sind. 907 Höhenmeter mittlerweile insgesamt. Aber mit zwei vollen Akkuladungen ja auch kein Problem. Gerade auch schon Wegweiser zum Skilift gesehen. Offensichtlich auch Skiregion hier, Wintersportregion. Da kann man sich gut vorstellen, ne? Bei den Bergen hier. Hügeln. Meine Lieben, hier wieder ein kleiner Aufstieg. Und ich wollte gerade was zeigen, aber die Bäume hier davor, die haben hier so Strommaste. Das sieht aus wie ein Männchen. Aber jetzt, da seht ihr mal so einen Strommast. So unten zwei Arme, dann die schmale Taille und dann, ja, da oben der Kopf. Also, finde ich schon lustig. Versüßt mir irgendwie den Tag, ne? Aber, ey, so eine klasse Gegend hier, da versüßt ihr alles den Tag. Ey, schaut euch das mal an. Ey, ist doch mega. Ah, wunderbar. Jetzt aber weiter. Noch ein paar. Weit ist es nicht mehr, glaube ich, noch 5, 6 Kilometer sind wir da. Wir haben mittlerweile 104 Kilometer in 5 Stunden. Ich habe noch 52% im Akku. Wir haben vorhin nachgeladen, vollgeladen. Reichweite 37, ja. Ja, läuft heute. Und wir haben gerade mal beschwistert, ja, 14.15 Uhr. Ja, sicher, wenn man auch um 4:30 schon losfährt, ne? Dann kommt man früh an. Jetzt aber Gas. Was für eine Kulisse. Und dann der Peter. Ja, noch gut 110 Kilometer jetzt hier. Herzlich willkommen in Friedeck-Mistek, würde ich jetzt mal aussprechen. Hoffentlich eine größere Stadt. Und da merke ich schon wieder, wir haben uns überhaupt nicht auf die Tour vorbereitet. Ne? Also natürlich schon die Strecken ein bisschen geplant, wann wir ungefähr wo ankommen, damit das auch passt mit der Zeit. Aber mit den Ortschaften zwischendurch ganz wenig. Morgen spezielles Tagesziel, aber dazu erzählen wir dann gleich am Ende dieser Tour. Ja, nur noch 600 Meter jetzt bis zu unserer Pension und der Peter dachte schon, dass ich hier im Lidl gebucht habe, aber dem ist nicht so. Wir fahren weiter. Aber da freut er sich nochmal Lidl zu sehen. Meine Lieben, nach genau 117 Kilometern sind wir jetzt angekommen. Wir haben noch nicht mal 15 Uhr und haben schon 170 Kilometer abgeschrubbt. Jetzt hoffen wir uns, dass hier das Türchen aufgemacht wird und wir reinkommen in unsere Pension hier. Sobo ruft da schon an. Wir sollen vorher anrufen, wenn wir kommen. Wir haben schon alles gebucht, jetzt auch schon bezahlt. Und jetzt mal schauen, ob wir reinkommen. Meine Lieben, herzlich willkommen hier in unserer bescheidenen Behausung heute.
Wir haben hier dieses Zimmer heute genommen. Das ist echt total cool, ne? Da ist mein Bett. Da sind noch zwei Betten frei. Also das ist 4-Personen-Zimmer. Da steht Spobo. Wir haben unsere Klamotten schon zum Waschen hier aufgehangen. War alles mit dabei hier im Zimmer. Kleine Fernseher hier hinter mir. Ey, mega geil, ne? Propeller. Hier Ventilator-Propeller, ja, Ventilator. Hier Wasserkocher, Mikrowelle und kleinen Kühlschrank ist dabei. Draußen direkt ist der Biergarten vor der Tür mit Biergartenanbindung, also privaten Biergarten. Ja, hast rein, wenn wir uns heute gönnen. Und das Zimmer nach der Nacht, heute Nacht, habt ihr ja im Video hier bei Spobo schon gesehen. Die Bikes, die haben wir unten hingestellt, alles sicher, alles safe, durften wir reinstellen, also auch kein Problem. Alle super nett, top gelaufen. Megatag heute, außer die Nacht. Davor war ein bisschen, naja. Aber gehört dazu, ne? Wir wollten Abenteuer, wir haben Abenteuer. Ja, Freunde, jetzt noch ein paar abschließende Worte zu dem Tag hier. Der fing ja heute Morgen, sag ich mal, wir hatten durchzechten Nacht, war es gar nicht, kein Alkohol getrunken, nicht einen Tropfen gestern Abend. Weil wir da abends auch schon so müde waren. Und dann dieser Schock mit dem, dass wir verscheucht wurden, da war 22:30 Uhr, kein Hotel mehr gefunden, auf der sprichwörtlichen Parkbank übernachtet, also nicht die Parkbank, aber auf der Bank in der Bushaltestelle, war für mich auch Premiere, mit 53 Jahren jetzt mal auf der Parkbank zu schlafen oder Bushaltestelle. Geht aber auch, hat auch keiner angesprochen. Die Leute vorbeigekommen, halb zwei ist die Polizei vorbeigefahren, hat auch nur geguckt. Alles gut. Und ich weiß, was man im Hintergrund hört, gerade hat es gedonnert, hier blitzt es wieder, ist schon wieder richtig am Schütten. Haben wir alles richtig gemacht. Wir sind jetzt hier in Plitvice-Bistek. So heißt das hier in Tschechien noch. Und morgen geht es rüber nach Polen. Und da wohnt ein alter Freund von Peter. Ja. Oder das ist der Sohn von der besten Freundin von meiner Mutter. Von deiner Mutter. Wir waren zusammen im Kindergarten, wenn wir gewesen. Und sowas. Und die haben auch 15 Jahre nicht gesehen. Ja. Das heißt, es wird ein richtig lustiger Abend. Die haben uns eingeladen. Das stimmt. Wir waren auf dem Teller. Da gibt es auch bestimmt nette Gespräche. Ja. Ich darf zuhören, nichts verstehen. Aber ist ja egal. Ich dachte einfach mit. Die Frau kann Deutsch. Die Frau kann Deutsch. Ich bin ja mit der Frau da. Auch gut. Lernen wir euch jemanden kennen. Da freuen wir uns. Und dann, wie gesagt, morgen geht es dann rüber nach Polen. Wieder neue Währung. Wir müssen jetzt ja noch runter hier in den Biergarten. Wir haben ja hier diese Pension, ist das hier, angemietet. 62 Euro kostet der Spaß, finde ich okay, ne? So hatte eigentlich 4 Betten der Raum, ein vernünftiges Badezimmer. Ja. Ist jetzt nicht klimatisiert, aber es ist auch kein Hochsommer. Und wir durften die Fahrer da unten reinstellen. Ist alles egal, macht was ihr wollt, nach dem Motto. Ja. Und mit Code hier so Automatiktoren gesichert. Kann man nichts sagen. Fahrtag war natürlich 1000 Höhenmeter. 114, 150 Kilometer, 2 Akkuladungen verbraten. Das war schon ordentlich, aber hat Spaß gemacht. Gerade jetzt, die habt ihr jetzt ja gerade frisch gesehen, die Eindrücke aus der Gegend hier, wenn man sich nicht auf so eine Tour richtig vorbereitet. Wenn man vorher wirklich guckt, so sieht es da aus, weiß man das ja, also da wartet man das ja. Und wenn du in Anführungsstrichen nichts erwartest, einfach nur fährst, und heute Morgen war es diesig und ein bisschen matschig und so schmutziges Wasser im Fluss, da ist erstmal so keine Erwartungshaltung und dann endet der Tag so. Ist doch super, ne? Ja. Wir sind noch richtig fit. Da kommen wir jetzt 17 Uhr. Ja. 17 Uhr. Und wir sind immer noch fit. Und jetzt geht's auf Piste im Biergarten. Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Wahrscheinlich 2 Bier auf Tisch. Egal. Aber das sollte jetzt gewesen sein mit den abschließenden Worten. Da sind sie auch länger als das ganze Video wieder. Wir sagen jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Morgen geht's da. Wie heißt der Ort nochmal? Bielsko-Biała. Ich sag mal Bielsko-Biała. 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 Aus mir wird kein Problem mehr, ne? Bielsko-Biała. Also, Totzins, alles war niederländisch. Was ist das? Tschüss auf Polnisch? Do widzenia. Sag ich doch. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Dann auf Peters Kanal. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Bleibt gesund.